Malta. What a wonderful region. But this is no vacation. The Mediterranean has become a hot spot for dinosaur activity, and they need our expertise. With the right tools, we can safely and securely keep our animals in check. And once they're ready, we can get them loaded into the cargo ship and set sail for the next destination. Malta is just the beginning. You'll need to set up shop on 3 different islands and maintain dinosaur facilities at each challenging location. Now, where to get the dinosaurs, you may ask? Well, that one's up to you. Choosing between the authorities and the underground will determine what you get access to in the dinosaur exchange. Here you'll find the exchange for all dinosaur transactions. Buy, sell, you can do it all. But choose carefully. Who you trust will decide what dinosaurs and research you can get access to. Well, that's about it. This is the start of a new frontier. Can I trust you to deliver when it matters the most? Und das war der neue Parkmanagement-Guide zum Dominion Malta DLC. Und als allererstes bekommen wir schon mal einen sehr schönen Einblick in die neue Malta-Karte. Das ist die Halbinsel San Albertus. Auf der Karte finde ich gerade die Hintergrundlandschaft richtig schön. Und man kann ja auch schon gut die Gebäude und die neue Dekoration sehen. Falls ihr das nochmal ein bisschen genauer euch angucken wollt, könnt ihr ja jederzeit das Video pausieren und euch das dann ganz in Ruhe anschauen. Ihr könnt jetzt auch den neuen Demon Kano Skin sehen, also den Kano Taurus 2022. Mein neuer Lieblings-Kano Skin. Der wird jetzt hier betäubt. Und dann kann man den jederzeit mit dem neuen Frachtschiff auf eine der anderen beiden Inseln transportieren. Das Ganze funktioniert dann übrigens in dem Management-Menü. Da hat man dann so einen neuen Reiter mit dem Flugzeugsymbol. Dort kann man dann Dinosaurier mit dem Frachtschiff rüberbringen auf andere Inseln und natürlich auch selber rüber reisen auf andere Inseln. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch die Malta-Karte. Die ist dann hier an dieser Stelle. Das ist die Halbinsel San Albertus. Die haben wir ja gerade auch schon gesehen. Und wenn man dann jetzt zum Beispiel auf eine andere Karte geht, zum Beispiel hier rüber auf diese Insel, das wäre dann... Moment, diese Insel wäre das. Also die Sant'Egidius. Sant'Egidius. Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ist auf jeden Fall eine griechische Karte und eine Insel. Also das ist dann auch wirklich eine richtige Insel. Hier oben ist auch das Cargo-Ship-Symbol, also das Frachtschiff. Ich denke mal, wenn man dann darauf drückt, dann kann man Dinosaurier transportieren. Aber es gibt auch noch die Buchtkarte, San Marie. Das ist die mit der offenen Lagune. Da kann man dann natürlich auch jederzeit hinreisen. Und das wird dann in der Kampagne auch so sein, dass man durch die Mission dann auch ab und zu die Inseln und sowas wechseln muss. Und man kann dann hier oben auch immer sehen, man hat immer eine Übersicht, wie viele Sterne man gerade auf der jeweiligen Insel hat. Und das wird dann wahrscheinlich irgendwie von der Mission her sein, dass man hier zum Beispiel 3 Sterne oder so voll macht. Da muss man erstmal rüber auf die andere Insel. Und dann kann es natürlich passieren, dass man hier erstmal ein bisschen anfängt. Und dann wieder zur nächsten Insel muss, dann macht man da wieder weiter und muss wieder zurück. Also ich denke mal, so wird das dann so ein bisschen in der Kampagne gehen, dass man immer so ein bisschen hin und her wechseln muss. Man kann aber auch selber wechseln und das macht sogar teilweise auch Sinn, weil man kann halt, wie gesagt, Dinosaurier hin und her wechseln. Und auch Forschungen sind inselübergreifend. Das heißt, wenn man auf der einen Karte etwas erforscht, hat man es auf der anderen Karte auch freigeschaltet. Allerdings sind zum Beispiel die Wissenschaftler und die Finanzen nicht inselübergreifend. Das heißt, wenn ich jetzt auf dieser San Marie-Insel 10 Millionen habe und sonst was für Mitarbeiter, die werden dann nicht mit rübergenommen auf zum Beispiel die San Albertus-Insel. Ich mache jetzt hier voll die Kritzelei. Also das heißt, wenn ich dann rüberreise, habe ich dort dann zum Beispiel in dem Fall jetzt hier die 25 Millionen, die ich vorher auch hatte. Und das kann man sich natürlich auch zunutze machen. Zum Beispiel, wenn man auf der einen Insel dann gerade finanziell einen Engpass hat und trotzdem irgendwas erforschen muss, kann man zum Beispiel rüberreisen auf eine Insel, wo man mehr Geld hat, erforscht das dann da mit dem Geld von der Insel und geht dann wieder rüber auf die andere Insel und hat es dann da auch freigeschaltet. Also das kann man dann auch auf jeden Fall zu seinem Vorteil nutzen. Und genau das gleiche auch mit Dinosauriern. Wenn man kein Geld für neue Dinos hat auf der einen Insel, kann man rübergehen, da wo es gerade einem gut geht, macht dann da irgendwie, kauft Dinosaurier über den Schwarzmarkt oder sonst was
und bringt die dann einfach über auf die andere Insel, wo man nicht so viel Geld hat. Also das wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Gameplay dann werden. Und als nächster Punkt wurde uns die neue Saurierbörse gezeigt. Dort kann man mit Dinosauriern handeln, mit Eiern und auch Genomdaten. Das heißt, die kann man sich dort kaufen und verkaufen. Dabei ist es halt so, dass man dann teilweise mit den Behörden, also mit den offiziellen Behörden zusammenarbeitet und auch mit dem Untergrund. Und je nachdem, mit welcher Organisation man mehr Vertrauen aufbaut, dementsprechend bekommt man dann auch andere Angebote auf dieser Saurierbörse. Und dabei sind besonders diese beiden Symbole und Werte wichtig. Da haben wir nämlich einmal in grün das Vertrauen zu den Behörden und in orange das Vertrauen zu dem Untergrund. Und je nachdem, wie man auf bestimmte Situationen halt reagiert und handelt, dementsprechend steigt und sinkt das Vertrauen halt für die jeweilige Fraktion. Als Beispiel haben wir jetzt hier den Bau eines Schutzraums. Und da verspäten sich die Materialien. Das kennt man ja, das hatte man vorher auch schon. Und hier kann man dann reagieren und bei bestimmten Auswahlmöglichkeiten kann man dann halt auch Vertrauen gewinnen, zum Beispiel hier jetzt für die Behörden oder halt Vertrauen gewinnen für den Untergrund. Und ich denke, es gibt dann teilweise auch Sachen, wo man Vertrauen verlieren würde. Wir gehen jetzt aber mal direkt in die Saurierbörse. Die kann man nämlich hier sehen. Dort hat man einmal die Möglichkeit zu kaufen. Dinosaurier kann man direkt kaufen, man kann Eier kaufen oder Genome kaufen. Das ist jetzt hier gerade aber noch nicht freigeschaltet, da fehlt noch 10 Vertrauen. Ich glaube, das ist hier 10 Vertrauen bei den Behörden. Sieht man dann, glaube ich, hier unten. Man muss halt hier bis zu dem X kommen. Schön, wie ich hier wieder rumkritzel. Ich würde sagen, also verkaufen kann man auch, da gehen wir aber gleich erst drauf ein. Das sind jetzt 10 Vorschläge für Verkäufe. Zeige ich euch gleich auch noch, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. In das Kaufen, da habe ich nämlich auch einen Screenshot. Das Ganze sieht dann nämlich so aus. Da hat man dann bestimmte Dinosaurierangebote. Als Beispiel hier dreimal Dilophosaurus. Moment. So, dreimal Dilophosaurus. Wichtig ist dabei, dass man hier auch guckt, was mit dem Vertrauen passiert. Jetzt würde man, wenn man das Angebot zum Beispiel annimmt, 4 Vertrauen bei den Behörden verlieren und plus 10 Vertrauen bei dem Untergrund bekommen. Wahrscheinlich, weil das irgendwie von Wilderern oder sowas ein Angebot ist. Deswegen finden die Behörden das nicht ganz so gut. Das Angebot hat übrigens einen guten Preis, sieht man an dem grünen Dollarzeichen. Das rote hier heißt schlechter Preis. Und wichtig ist auch noch das Seller Rating, also die Verkäuferbewertung. Die ist jetzt hier nur bei 33%. Kann natürlich auch sein, dass man da über den Tisch gezogen wird. Man bezahlt das Geld, kriegt keine Dinos. Oder man bekommt nur 2 Dinos für das Geld. Wer weiß, da muss man echt vorsichtig sein. Gehen aber nochmal einen Screenshot weiter. Genau, da sind wir jetzt nämlich hier mal bei einem positiven Angebot. 4-mal Mutaburasaurus. Käuferbewertung 98 von 100. Da kann man, glaube ich, dann darauf vertrauen. Und man kriegt plus 3 Vertrauen bei den Behörden, minus 1 bei dem Untergrund. Der Preis ist zwar nicht so gut, aber dann könnt ihr auch sehen, warum die Behörden das gut finden. Hier steht zum Beispiel, dass diese Mutaburasaurus von Wilderern gerettet wurden und jetzt dringend eine Zuflucht suchen. Das heißt, wurde wahrscheinlich von irgendeiner Tierschutzorganisation gerettet und deswegen finden die Behörden das ganz gut, wenn man den dann aufnimmt. Man kann hier übrigens auch die Skins und Genome sehen, also nicht Genome, sondern die Modifikation an dem Genom sehen. Also wie die so drauf sind, der hier ist zum Beispiel, kann sich gut verteidigen. Alle 4 haben verschiedene Skins und ja, dann kann man die halt hier unten kaufen. Oder aufs Schiff liefern. Okay, das geht auch. Das heißt, dann kann man die zu jeder Insel liefern, wie man möchte. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Wir gehen aber nochmal einen Screenshot weiter. Da haben wir nämlich jetzt mal einen Verkäufer mit einem schlechten Rating. Und dann ist der Text, der sagt eigentlich auch schon alles. You don't need to know how I gained possession of these dinosaurs. But at the right price, it's yours. Er sagt also, man will gar nicht wissen, woher er die hat, aber zum richtigen Preis verkauft er die an uns. Ja, 33% Rating. Ich glaube, wenn man die kauft, die beiden Kentros, dann bekommt man nicht das, was man gerne hätte. Könnte ich mir vorstellen. Also ich würde es, glaube ich, nicht machen. So, wir gehen jetzt aber auch nochmal in das Verkaufen. Also ich gehe nochmal ganz zurück. So, jetzt sind wir in diesem Hauptmenü wieder. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen nachvollziehen hier. Dann sind wir nämlich hier. Und dort werden dann Vorschläge gemacht. Wir Verkäufe.
Und ich glaube, man sieht schon ganz eindeutig, welche für den Untergrund arbeiten und welche nicht. Nämlich die hier alle rausgeblurrt sind. Das sind alles Untergrundleute. Die soll man nicht erkennen. Da sieht man das auch mal ganz gut, dass hier das Vertrauen zum Untergrund halt mega krass wächst. Und bei denen, die nicht ausgeblurrt sind, wächst das für die Behörden, das Vertrauen. Aber ich finde das Beispiel hier schon richtig, richtig gut. Also hat auch nicht so ein gutes Seller-Rating. Aber der Grund, warum diese Dame einen Giganotosaurus kaufen möchte: Mein Kind hat Geburtstag, oder mein Kind hat bald Geburtstag, und ich will ihm das beste Geschenk aller Zeiten geben oder das coolste Geschenk. Ich schenke auch immer meinem Kind einen Giganotosaurus. Richtig gut. Aber man kriegt halt richtig gut Kohle und auch richtig viel Vertrauen. Also auch die Verkäufe sind super interessant, aber es ist natürlich auch schwierig, an den Giganotosaurus ranzukommen. Deswegen kriegt man wahrscheinlich auch so eine gute Belohnung. Aber echt interessantes System, muss ich sagen. Und man kann sogar die Sachen hier anpinnen. Das heißt, dann hat man das unten rechts als Mission, wenn man sich das halt vorgenommen hat. Und dann gucken wir uns nochmal ein paar Screenshots an aus dem Trailer. Hier haben wir dann nochmal den Demon Kano. Und man sieht hier auch noch ein paar Deko-Elemente. Zum Beispiel diese Wandabschnitte, davon wird es mehrere geben. Dann wird es den Atrociraptor-Käfig geben aus dem Dominion-Film. Ein Lagerbereich und ein Kommunikationsturm und auch noch weitere Sachen. Aber die vier standen jetzt noch im Forum-Text drin. Dann haben wir hier nochmal einen Auszug aus dem Entwicklungslabor. Da kann man schon mal den Atrociraptor sehen. Dann kann man hier den Morus intrepidus sehen. Den finde ich auch super interessant. Oder Lystrus auch hier, sehe ich gerade. Der Lystrosaurus. Und auch der Oviraptor. Das sind ja alle vier neuen Spezies. Perfekt. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ja, da könnt ihr die dann schon mal alle sehen im Entwicklungslabor. Und da sehen wir dann auch den Atrociraptor, als er freigelassen wird. Auch wunderschön. Nochmal ein Screenshot. Die haben dann auch wieder coole Animationen. Der hier kratzt sich jetzt hier zum Beispiel gerade. Und dann sehen wir endlich mal den Morus. Der ist echt mega winzig. Ich finde den super süß. Der sieht jetzt hier vorne sogar schon wieder größer aus, als eigentlich ist. Aber wenn ihr mal hier hinten guckt. Und dann müsst ihr mal vergleichen. Der Truck ist noch viel weiter hinten und der ist jetzt schon viel größer. Der ist so winzig. Ich bin da echt auf die Animation gespannt. Sieht aber cool aus, der Morus. Ist schön, dass wir den jetzt endlich mal auch in Bewegung ein bisschen näher gesehen haben. Ich kann es jetzt auch nochmal kurz für euch einblenden. Und dann haben wir auch noch diesen wunderschönen Screenshot. Den finde ich echt toll. Da sieht man dann auch nochmal so ein paar Deko-Sachen. Hier unten zum Beispiel. Solche Sachen wird es da geben. Wird alles so ein bisschen in diese Baustellen-Ruinen-Gegend gehen. Das hier ist auch ein Deko-Element. Dann diese ganzen Mauern und sowas. Aber hier ist auch eine neue Tour, glaube ich. Die sieht nicht so aus wie die Standard-Tour. Ich gehe da mal ein bisschen näher ran, Leute. Sieht ein bisschen anders aus. Also man kann erkennen, dass es ein Tour-Truck ist. Aber sieht ein bisschen anders aus als die Tour, die wir kennen. Und natürlich kann man hier auch nochmal die wunderschöne Stadt sehen. So, ich habe jetzt genug Picasso, Leute. Ich habe so viel rumgekritzelt wieder in diesem Video. Ich hoffe, ihr könntet das alles einigermaßen nachvollziehen, was ich hier gekritzelt habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich richtig über ein... Ich kann keinen Daumen malen. Ich würde mich auf jeden Fall mega über ein Like von euch freuen. Das wäre richtig cool. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.